Mein Name ist Peter Margott, ich bin Historiker am Institut für Digitale Geisteswissenschaften und Kulturelles Erbe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Anna Pichel, ich bin Geografin und arbeite im Bereich der Geoinformation an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und meine Kollegin und ich beschäftigen uns mit historischen Karten und versuchen mit deren Hilfe herauszufinden, wie sich im Laufe der Zeit Grenzen verändert haben. Historische Karten sind Stadtpläne oder Landkarten, die Menschen in der Vergangenheit, manchmal vor vielen hunderten Jahren, gezeichnet haben, erstellt haben und die darstellen, wie die Menschen die Welt damals gesehen haben. Also es gibt Karten von Städten, von Ländern oder sogar von der ganzen Welt. Und diese Karten sind künstlerisch sehr schön anzusehen oft, aber für uns als Forscherinnen und Forscher sind sie deswegen besonders interessant, weil wir aus diesen Karten viel über die Vergangenheit lernen können. Wir können diese Karten verwenden, um festzustellen, wie Städte damals ausgeschaut haben oder wie Länder damals ausgeschaut haben und auch, wie sich diese Städte oder diese Länder im Laufe der Zeit verändert haben. Und damit man ein bisschen besser verstehen kann, was wir so machen, habe ich euch eine alte Karte mitgebracht. Das ist ein alter Stadtplan von Wien aus 1843, also fast 200 Jahre alt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch diesen Stadtplan jetzt anschaut und schaut, was ihr darauf erkennen könnt. Und ich sage es euch gleich, da sind zum Beispiel Gebäude drauf, die es auch heute noch gibt in Wien. Also ich habe euch das markiert, dieser kleinere Kreis weiter oben ist zum Beispiel der Stephansdom und der steht ja heute noch in Wien. Und dieses größere Oval, ein bisschen weiter unten, ist die Hofburg, die gibt es heute auch noch. Und wenn man ein bisschen weiter nach oben schaut, sieht man am Rand der Karte den Donaukanal. Aber es gibt natürlich auch Dinge oder Gebäude, die es heute in Wien nicht mehr gibt, die auf dieser Karte zu sehen sind. Zum Beispiel, vielleicht das auffälligste, ist die Stadtmauer. Wenn man auf diese Karte schaut, sieht man eine Stadtmauer, die Innenstadt von Wien von den, hat man damals die Vorstädte genannt, trennt. Also man hat die Innenstadt, dann hat man die Stadtmauer, dann hat man die Vorstädte. Und das ist ja heute nicht mehr so. Es gibt in Wien heute keine Stadtmauer mehr. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der sich verändert hat in Wien. Es gibt Gebäude, die sind gleich geblieben, aber es gibt auch Dinge wie die Stadtmauer zum Beispiel, die heute nicht mehr existiert. Und genau das ist es, was wir machen in unserem Projekt. Wir schauen uns alte Karten an und wollen dann herausfinden, was ist gleich geblieben, was hat sich verändert. Und wir machen das aber nicht nur mit Wien, sondern wir machen das mit ganz Österreich und mit ganz Europa. Und wir interessieren uns auch weniger für einzelne Gebäude, also Stephansdom oder Hofburg, ob das noch da ist oder ob das weg ist, sondern wir interessieren uns für Grenzen und Grenzverläufe. Also welche Grenzen hatte zum Beispiel Wien vor 200 Jahren und welche Grenzen hat es heute oder Österreich oder Frankreich oder andere Länder Europas? Mein Hauptaufgabengebiet ist die Erstellung von historischen Datensätzen, die später auf unsere Web-Applikation Histogis geladen wird. Wir suchen uns dazu Karten aus dem Internet, wie wir vorher gesehen haben, die Karte von Wien von 1843. Wir wollen nun, dass die Karte computerlesbar ist und dass wir die Karte mit einer aktuellen Karte vergleichen können. Das heißt, es wäre ein bisschen unpraktisch, wenn wir jetzt die alte Karte neben die aktuelle Karte legen würden, weil das erstens ein bisschen aufwendiger ist und es wäre sehr ungenau. Und da wir die Karte jetzt schon auf dem Computer haben, ist auch der Computer unser Hauptarbeitsgerät. Da es sich bei Karten um geografische Objekte handelt, verwenden wir dazu eine spezielle Software. Diese Software wird auch als GIS bezeichnet, was für Geoinformationssysteme steht. Also Geoinformationssysteme heißt, dass man in dieser Software mit geografischen Daten arbeiten kann. Also Daten, die
über geografische Koordinatensysteme verfügen. Damit wir die Karte nun über die alte Karte nun über die neue Karte legen können, müssen wir uns Punkte suchen, wie mein Kollege vorher schon erwähnt hat, wie etwa den Stephansdom oder das Belvedere oder die Karmeliterkirche, die heute noch bestehen, damit wir durch diese Punkte die alte Karte über die neue legen können. Dieser Prozess wird Georeferenzierung genannt. Unsere Karte ist nun georeferenziert und man kann sie über eine aktuelle Karte legen. Das heißt, wir können sie nun mal mit dem freien Auge miteinander vergleichen. Der Computer kann das aber noch nicht, da unsere alte Karte nach wie vor als Bild betrachtet werden kann. Das heißt, sie besteht aus vielen bunten Bildpunkten. Damit der Computer sie nun lesen kann, müssen wir die Karte in unserem GIS-System nachzeichnen. Wenn wir die Objekte nachgezeichnet haben, können wir dem Computer nun auch sagen, wie welcher Bezirk zu welcher Zeit geheißen hat. Diesen Prozess nennt man auch Vektorisierung. Und diese vektorisierten alten Bezirke, die früher noch Viertel und Vorstädte waren, kann man nun mit den aktuellen Bezirksgrenzen vergleichen. Und das ist auch das, was wir bei unserem Projekt machen. Und jetzt nochmal zurück zu meinem Kollegen. Ja, ich hoffe, es hat euch interessiert, was wir euch heute erzählt haben. Und wenn ihr wollt, es gibt ein kleines Quiz zu unserem Video und das könnt ihr jetzt machen. Das findet ihr auf dieser Seite. Ja, tschüss!